Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal haben wir hier im Truppenlager der Grimm-Totem ein paar von den Grimm-Totem getötet und waren gerade dabei, ein paar Hörner von ihnen zu sammeln. 16 von 20 haben wir schon. Das heißt, wir müssen 2 bis 4 Grimm-Totem noch töten und dann hat sich die Sache hier auch gegessen. Ich sehe gerade, hier gibt es irgendwie keine Gegner mehr. Ich hoffe mal, die da hinten sind wieder respawned und tatsächlich. Das sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir uns gleich mal hier den Druiden ran. Ich nehme jetzt wieder ein paar Folgen am Stück auf. Mit den letzten 2 Folgen, glaube ich, zusammen. Ist das jetzt schon die 3. Ich habe gerade richtig Bock drauf. Ich habe gerade wieder richtig Bock drauf zum Aufnehmen. Und sobald ich wieder ein bisschen Videos auf Vorrat habe, kann ich dann endlich, weil WoW ist ja aktuell einfach mein Hauptprojekt, endlich eventuell noch was anderes aufnehmen. Bin aktuell immer noch am Gucken. Ich mag ein geiles Projekt machen, wo ich auch selber richtig Bock drauf habe. Nur ist das aktuell ein bisschen schwer. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich ums Verrecken nicht entscheiden. Ich muss jetzt einfach mal gucken. Ich mag nicht, dass es so endet wie mit Bioshock. Dass es mir eigentlich Spaß macht, aber da die Resonanz so gering ist, dass ich dann irgendwann einfach mir die Motivation fehlt, aufzunehmen. Einfach, weil es keiner guckt, in Anführungsstrichen. Deswegen mag ich einfach ein Bombenprojekt machen. Und ja, muss ich mich eben mal entscheiden. Ich habe aktuell so ein paar Titel in der engeren Auswahl. Ich hätte ja persönlich ziemlich Bock auf GTA, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch privat zu zocken. Allerdings, das Problem dabei ist, ich habe zwar eine Xbox, also das ist kein Problem, das Spiel ja zu spielen. Nur ist das so, ich habe keine Capture-Hardware. Das heißt, ich müsste mir sowas holen. Hardware, die quasi, mit der ich zufrieden wäre, die würde jetzt knapp, glaube ich, 200 Euro kosten. Die habe ich aktuell, muss ich ehrlich sein, nicht einfach so rumliegen. Ich werde mir, denke ich, in Zukunft, in näherer bis fernerer Zukunft, mal so eine Capture Station besorgen, wo ich dann auch mal Konsolenspiele machen kann. Das ist jetzt kein fixes Versprechen oder so, also nicht irgendwie jetzt nach 2 Wochen oder so fragen, hey Sina, du hattest da und da gesagt, dass du ja auch mal Konsolenspiele machen wirst, wann kommt denn was? Das ist jetzt erstmal, das bleibt jetzt erstmal offen, ohne irgendeinen Termin. Ich habe vor, mir sowas zu besorgen. Eventuell hole ich mir auch eine der neuen Konsolen. Xbox 360 bin ich absolut zufrieden. Und vielleicht hole ich mir dann eben die neue Xbox, keine Ahnung, vielleicht auch die PS4. Das wird sich alles zeigen mit der Zeit. Und natürlich auch mit dem Geldbeutel. Das Zeug ist natürlich nicht günstig. Und ja, Geld wächst nicht auf Bäumen. Das ist euch allen, denke ich, genauso bekannt wie mir. Und ja, da müssen wir halt einfach mal gucken. Wie gesagt, GTA hätte ich richtig Bock. Eventuell hole ich mir das einfach mal privat für die Xbox und zock das einfach mal. Für mich hätte ich extrem Bock, das auch als Projekt zu machen. Allerdings, wie gesagt, ohne Capture Station mag ich das nicht machen, weil die Grabber, diese günstigen Grabber, die man irgendwie dazwischen schaltet, das ist nicht unbedingt die Qualität, die ich liefern möchte. Bei mir ist ja alles soweit möglich sehr gute Qualität, soweit ich das selbst einschätzen kann und natürlich auch hinbekomme. Aber mit Grabbern mag ich einfach nichts machen und dementsprechend wird das erstmal nicht der Fall sein. Hügelwächter, wir müssen ganz nach oben, ne? In der Höhle gab es ja jetzt nichts. Ja, wie gesagt, das mit den Projekten aktuell ist schwer. Ein bisschen was habe ich zur Auswahl, wo ich mich entscheiden möchte, muss. Ich wollte ja auch mal wieder Horror machen. Keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. Ich mag einfach nicht, dass ich wieder ein Projekt so halbherzig mache. Ich mag da wieder 100% dahinter stehen, wie das auch bei WoW immer der Fall ist. Hügelwächter. Irgendwie gibt es hier keine Zähmer. Die sind scheinbar ganz da oben. Okay. Wie gesagt, ich werde, denke ich, die Tage, weil ich dann auch wirklich sehr, sehr viel Zeit habe aufzunehmen, werde ich, denke ich, endlich ein neues Projekt starten. Ich muss mich jetzt wirklich, ich muss abwägen, was ich machen möchte. Und, ja, da muss ich mal gucken. Wie gesagt, in nächster Zeit habe ich sehr, sehr viel Zeit, um Neues aufzunehmen.
Und entsprechend wird da auch definitiv was kommen. Ich muss jetzt halt nur gucken, was. Das ist so jetzt quasi die Frage, die mir im Hirn rumschwirrt seit geraumer Zeit. Das Blöde ist, ich persönlich bin der Meinung, das ist jetzt absolut subjektiv. Also ihr könnt da und habt da wahrscheinlich auch eine ganz andere Meinung dazu. Ich persönlich bin der Meinung, dass in letzter Zeit nicht so viele geile Spiele rausgekommen sind. Vielleicht irre ich mich da, vielleicht habe ich das auch nicht mitbekommen, aber so richtige Knaller gab es jetzt in letzter Zeit nicht unbedingt. Ich meine, auf manche Sachen habe ich auch einfach keinen Bock, wenn man sich mal anguckt, Outlast oder zum Beispiel Amnesia 2, das macht jetzt auch ungefähr jeder. Ich habe ja einige Kanäle abonniert und ich habe auch auf meinem privaten Account einige Let's Play Kanäle abonniert. Jeder macht aktuell jedes Spiel, was rauskommt, sofort zu Release. Irgendwie nimmt einem das mehr oder weniger die ganze Motivation dran, das irgendwie auch mit aufzunehmen. Weiß ich nicht, also die Entwicklung aktuell gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Sobald ein Spiel draußen ist, muss es jeder machen. Also das ist ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Neue Titel bringen Views, jeder will Views haben, deswegen macht jeder neue Titel. Das ist irgendwo verständlich, selbstverständlich. Aber irgendwie raubt einem das die Motivation, da doch wieder was in die Richtung zu machen, weil im Prinzip haben es dann doch wieder 10 Leute gemacht und irgendeiner hat es dann doch wieder bei irgendjemand anderem gesehen und schaut das dann hier auf meinem Kanal nicht. Also es ist schwer, es ist wirklich schwer. Aktuell die Entwicklung gefällt mir überhaupt nicht, dass wirklich alles komplett sofort ausgeschlachtet wird. Die ganz Großen, die starten das ja schon teilweise vorm Release, dass die 3-4 Tage vorher starten, wovon ich ja sowieso absolut überhaupt nichts halte. Das geht definitiv nicht in meinen Kopf rein. Ist natürlich schön und gut, daher, das hat viel mit sehr viel Geld zu tun, weil die Großen, die verdienen entsprechend auch deutlich mehr Geld und haben natürlich auch, sag ich mal, ja, die finanzielle Motivation dahinter. Einfach weil da sehr viel Geld reingespült wird. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Nur wie gesagt, mir persönlich gefällt diese Entwicklung nicht, dass jedes Spiel sofort bei Release ausgeschlachtet wird von 100 Leuten. Vor allem alle Riesen. YouTuber, alle riesen Let's Player machen jedes Spiel, das ist irgendwie... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Da spielen teilweise Leute jahrelang ein bestimmtes Genre und fangen dann in den letzten Monaten an, wirklich jedes Spiel, was rauskommt, bei Release auszuschlachten. Obwohl das eigentlich gar nichts mit ihrem Kanal zu tun hat, weil sie eigentlich schon immer ganz was anderes machen und eigentlich diese Spiele auch gar nicht zu ihnen passen. Mag da keine Namen nennen, soll sich jeder ein eigenes Bild von machen, aber gewisse Dinge in letzter Zeit, gewisse Entwicklungen finde ich persönlich nicht so extrem geil und dementsprechend weiß ich nicht. Einige Spiele würde ich gern machen, andererseits ist es eben, wie gesagt, so eine Motivationsgeschichte, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe. Einfach weil es schon jeder gemacht hat und jeder ausgeschlachtet hat. Und dann spiele ich die Spieler lieber privat für mich. Ist irgendwie wahrscheinlich auch blöd für euch, weil ihr wollt sicher auch auf meinem Kanal neue Spiele sehen. Kann ich definitiv nachvollziehen. Ich muss halt mal gucken. Wenn ihr euch irgendein neueres Spiel wünscht, was ich spielen sollte und wenn das wirklich mehrfach auftauchen würde, ihr dürft euch auch gerne Kommentare unter den Videos hier, falls mal so ein Tipp kommt. Ich würde euch sowieso bitten, euch mal immer die Kommentare unten drunter durchzulesen. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, was ihr unterstützen möchtet, irgendein Kommentar, wo ihr gleich denkt, ähnlich denkt, vielleicht anders denkt, vielleicht ganz in die andere Richtung denkt und einen Gegenkommentar bringen wollen würdet. Macht das, schreibt alles in die Kommentare, votet euch gegenseitig hoch mit Daumen, wenn euch ein Kommentar gefällt. Das ist diese Interaktion, die ich mir unter meinen Videos wünsche, die jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist. Kann ich, wie gesagt, auch nachvollziehen, einfach weil seit Monaten eigentlich nichts anderes als WoW auf meinem Kanal kommt. Ich denke mal, viele Leute haben auch abgeschaltet, weil sie keinen Bock mehr haben. Kann ich nachvollziehen, einfach weil es irgendwo immer das Gleiche ist. Aber ich brauche auch so ein bisschen Resonanz von euch, wenn ihr euch was wünscht. Und ja, wie gesagt, lasst es mich wissen, wenn es neue Spiele gibt, die euch gefallen, die ihr gerne auf meinem Kanal sehen würdet. Vielleicht kommen wir da auf so einen netten Kompromiss. Vielleicht lasse ich mich da tatsächlich überreden zu einem schönen Spiel und dann habt ihr natürlich auch wieder was ganz anderes zu gucken.
Das wäre natürlich auch interessant für mich. Ich mag mich ja auch weiterentwickeln. Ich dümpel seit ein paar Monaten auf dem gleichen Stand. Meine Views sind auf dem gleichen Stand pro Tag. Es ist natürlich immer wünschenswert, wenn sich das immer ein bisschen steigert. Die Abonnenten werden zwar mehr, aber das ändert natürlich an der Viewzahl nichts. Leider. Das heißt, prozentual gesehen werden die Views eher weniger pro Abonnenten. Entsprechend, ich mag mich auch weiterentwickeln. Da bin ich aber natürlich auf euch angewiesen. Dieser Kanal lebt durch euch. Ich persönlich mache die Videos, lade sie hoch. Das ist aber nur der eine Teil davon. Ihr schaut diese Videos, euch gefallen diese Videos, ihr habt Spaß an diesen Videos. Ihr verbringt eure Freizeit mit diesen Videos. Dementsprechend würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr einfach ein bisschen Feedback gibt unter den Videos. Manche machen das sehr, sehr gerne und wirklich auch teilweise unter allen Folgen. Da möchte ich mich auch für bedanken. Nur viele schauen sich das an und schreiben irgendwie gar nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Und wie gesagt, falls ihr neue Projekte haben wollt, falls ihr irgendein Spiel haben wollt, was ihr sehen möchtet, schreibt das in die Kommentare oder sogar mir über eine persönliche Nachricht. Die beantworte ich ja auch teilweise aktuell ein bisschen seltener, aber ich beantworte sie im Regelfall eigentlich alle. Außer es ist irgendeine komische Anfrage, wo ich irgendwie nichts mit anfangen kann. Von wegen, hey, du machst tolle Videos, guck doch mal auf meinen Kanal, ich mache auch tolle Videos. Sowas ist nicht unbedingt meins. Das ist zwar vielleicht nett gemeint, aber ich mag Kanäle selbst erkunden und nicht darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese Kanäle gibt und ich sie gucken soll, weil sie ja so toll sind. Ja, wie auch immer. Wie gesagt, lasst mir unter den Videos bitte wissen, wenn euch etwas fehlt, was ihr haben wollen würdet. Und wie gesagt, in nächster Zeit habe ich sehr viel Zeit aufzunehmen und ich werde gucken, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Eine grausige Entdeckung. Nehmt meine Worte ernst, Schamane, der Stamm der Grimmtotem ist böse. Wenn ihr herausgefunden habt, wo sie sich aufhalten, so müsst ihr diesen Ort aufsuchen und ihren Stamm zuerst angreifen, bevor sie in unsere Ländereien eindringen und unsere Dörfer plündern oder unser Land einnehmen. Ich frage mich, warum die Schrift gelb ist. Verräter an der Horde und an ihrem eigenen Volk. Ich glaube, sie sind nicht ganz unnütz. Zumindest werden wir feine Trinkhörner daraus machen können. Alles klar, er hat keine Quest mehr für uns. Wunderbar, wie viel haben wir denn hier eigentlich noch? 7 Quests, sagt er uns. Okay, wir sind scheinbar bald in Ferralas durch. Vielleicht schaffen wir in der Folge sogar noch ein Level up. Sasquatch-Sichtung. Nun kann ich problemlos ruhen, Sindol. Ihr habt unser Lager vor einer schrecklichen Bedrohung gerettet. Lederbeine. Kettenfüße mit Stärke. Okay, Rüstung mit Stärke. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das nimmt uns Crit und Ausdauer, gibt uns aber Tempo und Intelligenz und Rüstung. Rüsten wir direkt mal aus, bevor ich da ewig drüber nachdenke, ob ich das ausrüste oder nicht. Die Zähmerzähmen. Gut, hoffen wir, dass die Oger zumindest schlau genug sind, um zu verstehen, dass wir ihnen mit dieser Aktion eine Nachricht vermitteln wollten. Alles klar, dann haben wir hier tatsächlich alles erledigt. Gehen wir mal Richtung Süden zum Insektenbau. Beziehungsweise sollten wir vielleicht zu den Graunebelruinen. Wir sollten ja irgendwo hinfliegen, ne? Wo ist denn unser Flugmeister? Grüße. Da hinten. Wie kann ich euch helfen? Shin, ich muss zum westlichen Gipfel fliegen. Alles klar, mal gucken, wo uns das Ding hinbringt. Das bringt uns, glaube ich, hier hinten hin, ne? Ach nee. Oh nö, was mache ich denn gerade? Das ist doch nicht der westliche Gipfel, das ist im Osten. Das ist der Westen von... der Westen von den 1000 Adeln. Das ist ja super, Sinan. Da habe ich jetzt ein bisschen Mist gebaut. Ich würde sagen, ich mache die Folge 20 Minuten lang. Ich habe ja gerade auch ziemlich lang gequatscht. Über Feedback etc. Ja, wir haben in 1000 Adeln tatsächlich neue Quests, einfach Hordenquests. Wir sehen das hier auch schon. Hier haben wir niemals mit Merrily gequestet. Das sind ja alles Hordenstützpunkte. Dann werden wir hier wohl auch noch die Quests vorlesen. Ja, ich mag wieder zurückfliegen, bitte. Und zwar nach Camp Mochache. Werden wir hier wohl auch noch die Questtexte vorlesen. Ich hatte ja letztens schon mal erwähnt, dass ich eventuell ein kleines... Ja, eine kleine Überraschung für euch habe. Das wird eventuell in die Richtung gehen, dass ich einen Charakter in WoW als neues Let's Play hochspiele, weil Merrily ist ja mehr oder weniger beendet. In Anführungsstrichen nicht wieder wörtlich nehmen und mich irgendwie deswegen schimpfen, dass ja Merrily so toll war. Von Merrily werden auch Videos kommen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mich da erst in die
ja, Damage-Dealer-Skillungen einarbeiten muss, beziehungsweise in die PvP-Skillungen, damit ich da ansehnliche Videos liefern kann, ohne viele ohne große Fails etc. Das wird also alles noch seine Zeit brauchen. Ich, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich so eine kleine, als kleine Überraschung nebenher so ein kleines WoW-Let's Play machen könnte, wo ich einen Charakter im Schnelldurchlauf hochspiele. Also ohne Questtexte vorlesen, sondern wirklich nur diese kleinen ja, Aufgaben hier. Weiß ich nicht, ob ich das durchziehe, weil es gibt sehr viel WoW auf dem Kanal. Wenn ich es zeitlich schaffe, dass wir wieder zwei WoW-Projekte parallel laufen haben und dann drei, ein drittes oder noch eventuell sogar ein viertes Projekt nebenher. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr Zeit und da würde sich das anbieten. Auch mit den Aufnahmen und natürlich auch mit dem Upload. Der Upload ist ja an sich sowieso kein Problem. Muss ich jetzt halt mal gucken. Also der Plan für die nahe Zukunft wäre, dass ich vier Projekte neben, ja, parallel laufen habe. Das wären zwei WoW-Projekte, einmal Syndol, einmal ein neues WoW-Let's Play, wo ich ohne Questtexte vorlesen, quasi im Schnelldurchlauf einen Charakter auf Level 90 hochspiele. Das sollte eigentlich auch ziemlich flott gehen. Ich würde sagen 100 bis 150 Folgen. Also so lang wie Syndol etc. wird das definitiv nicht dauern. Syndol wäre jetzt ohne Questtexte vorlesen wahrscheinlich schon 65, 70, gehe ich stark von aus. Das Questtexte vorlesen nimmt doch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich mag die Story, deswegen würde ich das so machen wollen. Aber eben als drittes WoW-Let's Play dann. Einfach, weil wir schon sehr viel von der Story mitgenommen haben. Einfach mal eine neue Klasse. Eventuell, weiß ich nicht, eine Damage-Dealer-Klasse, vielleicht ein Magier oder eventuell auch mal wieder eine Nahkampfklasse, ein Schurken oder vielleicht ein Mönch. Keine Ahnung, dass wir da wirklich im Schnelldurchlauf, ohne viel Questtexte vorzulesen, dass wir da einen Champ hochspielen. Ein Champ, warum sage ich immer Champ? Ich spiele in letzter Zeit viel zu viel League of Legends, deswegen nenne ich diese Helden quasi immer Champs statt Charaktere in dem Fall. Oh, wer ist Muschgok? Oh, ein Ra-Viech. Okay, damit dürften wir einen Levelaufstieg schaffen, ne? Ja, tatsächlich, Stufe 41. Wunderbar. Haben wir das Viech gemuiseckt? Haben wir tatsächlich. Ja, wie gesagt, also meine Idee wäre, dass ich da jetzt Merrily eben aktuell so ein bisschen weg ist. Weg in Anführungsstrichen. Nicht da, nicht auf dem Kanal präsent. Dass wir da ein zweites aktuell laufendes WoW-Let's Play starten, wo ich eben ohne Questtexte vorlesen einfach schnell durchs Spiel rushe. Einfach, weil wir jetzt schon sehr viel durch Merrily und Syndol von der Story mitgenommen haben. Viele wünschen sich ja auch so ein Let's Play. Viele haben sich ja auch bei Syndol nicht darüber aufgeregt, aber es schade gefunden, dass ich die Questtexte doch vorlese, obwohl ich das in den ersten paar Folgen, glaube ich, gesagt hatte, dass ich das nicht machen werde. Für die wäre das, denke ich, perfekt. Oder auch für Leute, die einfach nur WoW sehen wollen, ohne viel Story. Da gibt es ja auch sehr viele. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch Views bringt. Muss ich mal gucken. Also wie gesagt, das wäre jetzt in meiner engeren Planung aktuell. Ganz abgesehen von anderen Projekten. Von ganz anderen Spielen. Worüber ich mich vorhin in Camp Mohache ausgelassen hatte. Wie gesagt, das wäre jetzt so eine Sache, die ich in nächster Zeit plane. Ihr könnt ja mal unter dieses Video schreiben, was ihr davon halten würdet. Und in dem Fall, welche Klasse ihr euch wünschen würdet. Ob Horde oder Allianz, werde ich dann, denke ich, irgendwie selber entscheiden, je nachdem, wie ich jetzt halt, ja, mich auf den Servern einlebe. So, muisecken wir das Viech auch mal. Da hinten haben wir noch zwei, nehmen wir die auch mal mit. Und dann werden wir, denke ich, zu den Insekten runtergehen. Wobei wir das, glaube ich, eher in der nächsten Folge machen. Wie gesagt, schreibt mal unter dieses Video. Ganz abgesehen von den anderen Spielen, die euch jetzt so einfallen würden, die ihr auf meinem Kanal sehen wollen würdet, welche Klasse ihr bei einem WoW Rush WoW Rush Let's Play sehen würdet, gerne. Und ja, dann schauen wir zusammen mal, wie sich das, was sich da ergibt, wie sich das entwickelt, ob wir das tatsächlich durchziehen, ob da die Resonanz groß genug ist, ihr euch das anschauen würdet. 7 von 7, sehr gut. Sucht in den grauen Nebelruinen nach dem Amulett. Okay, wo wäre dann das Amulett? Das wäre da oben irgendwo, ne? Da würde ich jetzt mal sagen, dass ich hier hinten die Folge beende.
Und dann können wir das in der morgigen Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.